Ja, herzlich willkommen beim neuen Iron Guru Live-Chat mit meiner Wenigkeit Wolfgang Franke, 50 Jahre Bodybuilding und mehr. Und heute geht es um ein Thema, das häufig verkannt wird und einen ganz besonderen Tipp auch von Vinci Ronda, von dem Iron Guru, dem wirklichen Trainer of the Champions aus den 40er, 50er, 60er, 70er, 80er und 90er Jahren. Und zwar Muscle Sleep, also es geht um Schlaf. Und was es für uns bedeutet, insbesondere für Bodybuilder, für Sportler. Ich werde euch also erklären, welche Dinge ihr vermeiden solltet. Es gibt Hausmittel und es gibt einige neue Dinge, die man machen kann. Also gerade im Rahmen dieser ganzen Problematik, die wir im Moment haben, die uns alle sehr belastet, ich rede von Corona und ähnlichen Dingen, ist natürlich ein erholsamer, guter, tiefer Schlaf extrem wichtig fürs Gemüt, fürs allgemeine Wohlbefinden und natürlich auch selbstverständlich für den Muskelaufbau. Und da gibt es einige Tricks. Und wie gesagt, eine Sache ist, mache ich ganz am Ende, Vinci Ronda, Muscle Sleep, was das ist, werdet ihr dann hören. Ich werde heute mal die Gelegenheit nutzen und werde euch mal etwas mehr nochmal wieder über die alten Zeiten erzählen, bevor ich zu diesem Thema komme, wenn es euch gefällt. Also die ersten sind dabei, freut mich sehr. Hallo. Vorher noch ein kleines Bild, das habe ich heute Morgen gemacht. Ja, hier seht ihr mich im Badezimmer nach dem Aufstehen. Ich habe dieses alte Ding wieder rausgekramt, diesen Bullworker. Ich habe also ein Heim-Gym und dort trainiere ich auch regelmäßig, das ganz gut ausgestattet ist. Also nicht wahnsinnig viele Maschinen, aber ganz top. Aber ich hatte ja Probleme mit meinem Rücken mal wieder aufgrund der vielen Jahre schweren Trainings, wo man übertrieben hat, wo man also meinte, man wäre unbesiegbar und alles geht so ewig weiter, ist aber nicht so. Und ich habe diesen alten Bullworker wieder rausgekramt. Das ist übrigens das Originalteil, nennt sich also Bullworker 2 und der wurde entwickelt in den 60er Jahren von einem Herrn Kölbe, der nachher einen riesigen Heimsportversand gemacht hat, also so der erste Online, fast Onlinehandel kann man sagen, also mehr ein Versandhandel, aber der hatte alles, der hatte Magazine und zu diesem Bullworker gibt es auch ein Original Magazin, eine Anleitung, die habe ich auch noch aus den 60er Jahren. Ich konnte mir damals dieses Gerät nicht leisten, ich war jung und ich brauchte Geld, ich hatte wenig Geld und der Bullworker war relativ teuer. Ich glaube, der kostete so um die 50, 60 D-Mark. Ich rede von den 60er Jahren. Und mein Schüler- und Lehrlingsgehalt ließ das nicht zu, dass ich mir den zulegen konnte. Meine Trainingsgeräte waren Expander, selbstgebastelte Hanteln und ähnliches und Freikörperübungen noch so bis ich 16, 17 Jahre alt war. Aber ich habe den wieder rausgekramt aus dem ganz einfachen Grunde, wenn ihr so ein Gerät mal auf dem Flohmarkt seht, das ist nicht teuer. Ich habe vier Stück. Es gibt diverse Ausführungen. Also es gibt eine französische Ausführung, eine amerikanische Ausführung, die etwas unterschiedlich aufgebaut sind. Und wenn ihr eine Anleitung braucht, das könnt ihr im Internet finden, ist auch gar kein Problem. Also es muss nicht unbedingt dabei sein. Aber die könnt ihr teilweise dann für 10, 20 Euro erstehen. Und man trainiert in erster Linie damit mit isometrischer Muskelspannung. Das bedeutet, man drückt oder zieht so doll man kann 5 bis 7 Sekunden. Ich zähle immer bis von 21 an bis 27, halt dann diese Spannung und der Effekt ist einfach, ihr belastet also in dem Fall die tragende und haltende Muskulatur nicht. Also damit meine ich also wirklich den Rücken und deshalb habe ich dieses Gerät rausgesucht und es ist wirklich super. Du kannst alle Muskeln trainieren, man kann wirklich Rücken, Brust, Arme, Trizeps, Schultern ganz toll trainieren und dieses isometrische Training erhält wirklich die Muskelspannung und soll sogar dann auch die Leistung steigern. Aber das dauert so 10 Minuten morgens, man hält ja immer nur einmal diese 5 bis 7 Sekunden
Und ich wollte euch das einfach mal zeigen. Also, das ist wirklich mein ganzer Stolz. Das ist wirklich der erste Bullburger sozusagen, der rauskam. Und ich hänge an dem Ding einfach ganz. Und wie gesagt, schaut einfach mal so auf den Flohmärkten oder bei eBay. Und ihr könnt wirklich damit mit wenig Training, ja, mit wenig Zeitaufwand trotzdem Muskulatur erhalten. Denn man weiß ja nicht, wie das weitergeht mit den Studios und mit diesen ganzen Geschichten. Das ist ja das Problem. Wer geimpft ist, der geht ja auch ungern inzwischen unter Leute. Das spielt ja gar keine Rolle, ob geimpft oder ungeimpft. Man kann sich überall infizieren und das will ja keiner. Insofern ist natürlich dieses Heimtraining immer eine Alternative und deshalb habe ich euch das nochmal gezeigt. So, und jetzt kommen wir mal zu dem Thema Vince Gironda. Ich bin ja 1977 das erste Mal wirklich, und das war eine Riesensache für mich, in die Staaten geflogen. Und 77 war insofern ein interessantes Jahr, weil vielleicht kennen einige von euch den Film Pumping Iron. Und der ist nämlich auch 1977 in die Kinos gekommen. Also das Problem mit diesem Film war ja, die großen Filmverlage wollten die nicht bringen. Die fanden das uninteressant. Und dann ist er auf Umwegen, da haben sie irgendwie ein Kino gemietet und haben den da gezeigt und nachher haben die 1 Million Zuschauer gehabt und ein Riesenerfolg, das ganze Ding. Aber am Anfang wollte da keiner ran, selbst in Amerika nicht. Und über diese Zeit des Bodybuildings, diesen Aufbruch, diese Golden Era, ja, die ich also selbst dann auch erlebt habe, erzähle ich heute, bevor ich zu diesem Thema komme, ein bisschen was, weil es wirklich besonders war. Und ich sehe teilweise heute diese Geschichten, diese Mammutstudios, diese wirklich gesichtslosen Geschichten, diese ganzen Trainer, die von nichts eine Ahnung haben, da fragt man sich, haben die überhaupt jemals trainiert? Teilweise, nicht alle, ganz klar, aber ich finde es, diese Entwicklung, naja, wenn man das vergleicht zu früher, dann kann ich nur sagen, also Jungs, die ihr heute in den 20ern, 30ern seid, ihr habt da was verpasst und ich möchte euch so ein bisschen von dieser Zeit mal erzählen, dass ihr dieses Feeling bekommt, weil es war ja Aufbruch, es war alles neu. Wie gesagt, Pumping Iron, der Film kam gerade raus und genau zu diesem Zeitpunkt bin ich in die Staaten gereist, natürlich nach Kalifornien, ins Mekka des Bodybuildings, das war das Ziel. LA, man ist nach LA geflogen, also Los Angeles geflogen und hat man sich dort ein Auto gemietet. Und damit fing das Ganze schon an. Wir haben uns so ein Mercury gemietet. Ich weiß das noch genau. Das Ding war eine Kiste, unglaublich, war mit zwei Freunden da und das war normal. Also diese Autos waren damals ja normal. Die haben das Straßenbild geprägt. War irgendwie geil. Also ich fand das irgendwie geil, diese Kisten. Also mit modernen Autos hatte das nichts zu tun. Das waren, man, es fuhr sich wie so eine Badewanne, die Dinger, die, als wenn man auf dem Wasser, ja, mit dem Boot fährt, ja, so eine Federung hatten die. Aber irgendwie, man cruiste ja auch mehr. Fuhr ja keiner schnell. Man fuhr diese riesen Highways da mit 8 Spuren, wo ich gedacht, was ist das denn hier? Ja, also zum ersten Mal gesehen. Bei uns gab es dann, wenn überhaupt, 2 Spuren mal, ja, in eine Richtung. Da waren ja schon zu der Zeit 1977 8 Spuren auf dem Highway und dann alles diese Schlitten und so. Das war irgendwie einfach geil. Und man fühlte sich da wirklich und man war in einer anderen Welt. Und das ging natürlich dann auch weiter. Und der erste Weg führte mich natürlich dann in Santa Monica. Da hatten wir so ein kleines Apartment mit Freunden gemietet, direkt am Beach. War gar nicht teuer. Und der erste Weg ging natürlich hierhin, Gold's Gym. Und das ist das zweite Gold's Gym 1977. Also das erste Gold's Gym wurde ja aufgegeben. Das ganz, das, man sieht ab und zu noch so Fotos, habe ich jetzt kein Foto von, aber so zwei Fensterscheiben. Eine Tür in der Mitte und oben fett drüber Gold's Gym. Das war das Erste. Und dieses hier zeigt Pete Grimkowski. Und Pete Grimkowski hatte damals die Rechte 1977. Ich wusste das gar nicht. Ich bin da hingefahren, habe gedacht, oh, jetzt triffst du den Joe Gold im Gold's Gym. Nee, das war gerade verkauft worden. Und zwar hatte das der Pete Grimkowski gekauft, ein Tim Kimber und ein Ed Connors. Und die hatten also diese Geschichte gekauft. Und der Joe Gold hatte das World's Gym aufgemacht. Das war ein paar Straßen weiter. Und der hatte denen also die Rechte verkauft an dem Namen Golds.
und hat da vielleicht auch eine ganz gute Mark, also ein paar ganz gute Dollar dafür gekriegt und hat dann den Pete Klimkowski, den ihr hier seht, das unter anderem verkauft. Und er war so der Mann hinterm Tresen. Den habe ich auch kennengelernt, war ein super netter Typ. Und ich habe den viel später nochmal getroffen. Ja, ganz witzig, da habe ich ja eine Vertretung gehabt von einer Klamottenmarke für diese UFC-Fighter. Und da war irgend so eine Gala, ich weiß gar nicht mehr, da war ich eingeladen, weil ich diese Klamotten, diese Tap-Out-Sachen verkauft habe und habe auch Supplements rausgebracht für Fighter und so. Das war mal so eine Periode, hat aber irgendwie nicht funktioniert, zumindest nicht mit den Supplements. Die Klamotten waren ganz gut angesagt. Aber bei diesem Empfang in den USA, Jahre, Jahre, Jahre später, habe ich ihn dann nochmal getroffen mit einem Brasilianer. Und die kamen zu mir, ich hatte so ein Tap-Out-Shirt an. Und die kamen beide zu mir und sagten: Mensch, UFC, kämpfst du auch? Ich sagte: Nee, um Gottes Willen, ich mache hier, vertreibe hier diese Textilien. Und dann sagte der Brasilianer, sagte: Ja, ich habe damals ja diese Geschichte verkauft, ja, UFC verkauft den Namen, ich habe das aufgebaut, dieses Cage Fighting. Und der Pete Klimkowski war auch so ein Typ, der war dabei irgendwie. Der war nicht nur Bodybuilder, der hatte auch Bock auf diese Fight-Geschichten. Und dann sagte der Brasilianer: Ja, ich habe das ja für ein Abel und ein Ei verkauft. Ich weiß, wie viel der gekriegt hat. Ich glaube, irgendwie 200.000 Dollar. Und heute sind die Millionäre. Naja, die Fertitta-Brüder, die das gekauft haben, das sind also Leute, die haben 7 Spielcasinos in Las Vegas. Und die haben natürlich eine riesen Nummer daraus gemacht. Also, sie haben erstmal richtig viele Dollars investiert, noch um das groß zu machen. Und das habe ich ihm auch gesagt. Naja, ich sage, die Jungs haben ja auch Millionen nochmal investiert und jetzt verdienen sie damit. Und TV und so weiter und Live-TV, alles läuft. Und der Pete Klimkowski, deshalb erzähle ich das, ja, stand ja jeden Tag in einem Tresen. Und ich bin da jeden Tag hingegangen. Wir haben da trainiert und so weiter. Und noch in einem anderen Studio, da komme ich gleich drauf. Und eines Tages stand er denn da hinterm Tresen und hatte die Fresse poliert gekriegt. Also blaue Augen und er war natürlich gespött für alle Jungs da im Studio, weil ich meine, er war schon ein breiter Kerl und irgendwo ist er wohl an den Falschen geraten, abends in irgendeiner Disco, keine Ahnung. Und stand da mit den Pfeilchen hinterm Tresen und alle haben sich natürlich, er hatte also den Tag keinen schönen Tag, nicht wegen der Veilchen, sondern war Spott aller Leute, ne, dass er sich da nun hat verhauen lassen. Das fanden sie alle lustig und so weiter und so fort. Aber das prägte auch damals diese Atmosphäre in diesem Laden. Das war nicht so ein 0815-Ding. Jeder kannte jeden. Man konnte zu jedem Bodybuilder hingehen. Ja? Ich sage jetzt mal ein paar Namen, die ich auch sofort gesehen habe. Ken Waller, das war die rote Maschine. Findet ihr viele auch in Pumping Iron, die haben ja alle da mitgemacht. Also dieser Joe Gold, der das Gold Gym aufgemacht hat und Pete Klimkowski, die es gekauft, die waren sich ja nicht feind. Die Athleten gingen überall hin. Diese Konkurrenz, so wie heute, teilweise gab es da nicht. Ja, da hat man sich gegrüßt, hat man sich gefreut. Es waren genug Leute da, die trainiert haben. Und die Athleten, die Guten, gingen sowieso überall hin. Die gingen ja auch zu Vince Gym. Da komme ich dann noch drauf. Also, die waren ja überall gern gesehen und die waren alle locker drauf. Und das war der Unterschied wirklich zu heute. Ich zeige euch ja auch gleich noch andere Bilder. Aber Tom Platz habe ich da gesehen, Chris Dickerson, die Barbarians habe ich richtig kennengelernt, ja. Die Mensa-Brüder, zeige ich euch auch kleine Fotos. Roy Culler, Dave Draper und alles, was Rang und Namen hat, Danny Padilla, der Kleine und so weiter, alle haben sie da trainiert im Goals. Und ich habe sie auch getroffen. So, und das ist nämlich hier mal ein geiles Gruppenbild, das ich gefunden habe vom Goals. Und das ist nämlich noch das Gym vor dem Verkauf. Also das muss gewesen sein 76. Also ein Jahr bevor ich da hingeflogen bin. Und da seht ihr nämlich diverse Typen. Also unten rechts seht ihr die Mensa-Brüder, ja, beide. Dann hier von links der vierte mit den roten Haaren, Ken Waller unten. Lou Ferrigno in der Mitte. Und so weiter und so weiter. Und da ist auch der Pete Klimkowski, steht da auch irgendwo. Und ganz links hinten in der Reihe, ja, mit den Cappies, das sind die Barbarians zum Beispiel. Und wenn man dann genau guckt, Pete Klimkowski ist auf der rechten Seite, da oben sieht man den Kopf mit dem Schnauzer, der 1, 2, 3, 4, 5, der so
von rechts und eigentlich waren die alle da. Und Tom Platz, ja, über dem Ken Waller, Tom Platz zum Beispiel, Chris Dickerson, also diese Typen hat man da alle getroffen und man konnte sich mit jedem unterhalten, natürlich nicht während des Trainings, nicht beknackt wie heute einige, dass sie dann ansprechen mitten in der Übung. Man hat natürlich gewartet, dass sie fertig waren und dass sie denn da in den Umkleidebereich reingingen und da hat man dann oder an der Theke oder draußen vor der Tür, manchmal saßen die vor der Tür, haben nochmal gequatscht, dann konnte man die ansprechen und die waren alle locker drauf. Und es war irgendwie, die wussten auch ganz schnell, wir waren zu dritt, wir kamen aus Deutschland und man war sofort integrierter in dieser Truppe. Also da war man sich nicht fremd. Es gab auch überhaupt keine Ressentiments, also ob nun Schwarz oder Mexikaner oder Latino oder was weiß ich, das interessierte keine Sau. Deshalb diese ganzen Diskussionen, Black Lives Matters und so, das hat kein Mensch da interessiert. Niemand. Ne? Entscheidend war hier, gib Gas im Training, was machst du? Da hat man sich drüber unterhalten, wie ernährst du dich? Das waren die Themen. Und so sah der Strand damals aus. Und ich habe natürlich da, wir haben ja ein Apartment dicht am Strand gehabt, da hat man sich dann hingelegt und hat dann da also wirklich trainiert, hat sich entspannt und es war einfach geil. Es hat auch Spaß gemacht. Und ich komme nachher zu diesem Muscle Sleep und das hat auch was damit zu tun. Ich erkläre euch das gleich mal, wie witzig das alles zusammenhängt dann. So, und so sah das aus am Anfang. Ja, das ist eine frühe Aufnahme noch. Da entwickelte sich gerade dieser Strand und dieses Studio, dieses draußen trainieren. Ja, und so locker, wie die da standen. Und dann haben die trainiert und dann haben die geklönt und dann haben sie sich angefeuert, geholfen und so. Das war eine echte geile Gemeinschaft. Und das, wenn einer gut aussah, wenn einer gute Bauchmuskeln hatte oder einen guten Arm, hat man ihn gefragt, wie hast du das gemacht? Gib mir mal ein Programm, zeig mir mal ein paar Übungen. So lief das ab. Und war einfach geil. Ne? Und wenn man Glück hatte, dann hat man auch den mal getroffen. So rannte der da rum. Ne? Arnold Schwarzenegger und Francesco Colombo. Damals ist es, glaube ich, seine erste Freundin hier, mit der er sehr lange zusammen war. Und ja, also auch wirklich so, wie es auf den, die haben sich nicht extra jetzt ausgezogen hier fürs Bild. Ne? Das war ja eine Promenade da am Strand. So sind die dann da rumgelaufen. Und dann hast du die da gesehen und hast die da getroffen und konntest auch mit denen quatschen. Ne? Ohne Probleme. Die waren happy. Immer ein Joke auf den Lippen. Es war einfach sehr spaßig. Und so sieht der Muscle Beach übrigens heute aus. Heute hat man den mehr kultiviert. Ne? Muscle Beach, Original Location, Santa Monica, Kalifornien. Und man kann hier an diesen Rex und an diesen Geschichten trainieren. Oder man geht eben dort in das Studio, in das Open-Air-Studio. Da zahlt man dann einen kleinen Obolus. So, und als ich da am Strand rumgelaufen bin mit meinen Freunden und wir da also rumlagen, ganz lustig, da marschierte auch einer am Strand lang. Und zwar hier der rechte Herr mit dem gelben Hemd, ne? Samuel Benno. Und es war so lustig, weil einer meiner Begleiter, der Bernd, sagte dann, oh, Alter, also so wie der würde mir das schon reichen, wenn ich so aussehen würde. Mein Samuel Benno war dann irgendwie ein Jahr später oder zwei Jahre später Mr. Olympia. Hat er ja einmal gewonnen. Und den anderen kennen ja auch viele, den Sergio Oliver, den französischen Bomber. Und auch der natürlich, wenn er in den USA war, hat der im Goals trainiert. War ja ganz klar. Und dieser Samuel Benno, den habe ich auch jeden Tag gesehen. Der trainierte da in dem Studio und er war eben, ja, er hatte schon 1976 teilgenommen an der Mr. Universe, hat sich da auch gut platziert, aber er war eben noch nicht ganz so weit. So, hier zeigen wir nochmal den Samuel Benno. Das ist dann ein etwas älteres Bild und den Mike Mensah. Und Mike Mensah trainierte ja auch im Gold's Gym. Allerdings, ich habe das schon mal erzählt, mit seinem Bruder zusammen, eher so, also man hatte eher den einen so fake-mäßig, ja. Also das hatte nichts mit Heavy Duty zu tun, was die da machten. Und ich habe dann diesen besagten Pete Gumpowski auch gefragt.
Ich sage mal, das ist doch nicht Heavy Duty, was die Menzer-Brüder da machen. Nö, sagt er, die gehen in ein anderes Studio. Die trainieren in einem anderen Studio. Und hier machen sie so für die Touris. Ne? Zeigen sie so sich und ja, so ihr Image so ein bisschen warm halten. Denn die hatten ja schon ihre Heavy Duty-Heftchen rausgebracht, ihre Kurse verkauft. Das konnten sie ja im Iron Man und im Muscle, in Fitness von Joe Weider, da konnten sie dann ihre Kurse verkaufen. Und Mike Mensah war schon ganz schön der Brocken. Ich sah damals so aus. Im Hintergrund fotografiert mich Bernd. Leider hat er die Kamera nicht richtig scharf gestellt, im Gegensatz zu dem Bild. Ich habe da nämlich die auch in den Spiegel rein fotografiert, Bernd. Und das ist Ray Mensah. Und ich bin das da in dem gelben Hemd da, Pullover. Und mit meiner Aqua-Click-Kamera. Ich hatte so ein Billig-Ding. Und also heute sagt man sich natürlich, Schiete, ne? Wie man in Hamburg sagt, hätte ich bloß eine vernünftige Kamera mehr mitgenommen, hätte mehr fotografiert. Man hat ja kein Handy so wie heute, klack, 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 mal eben. Ne? Da hast du dann so einen Film reingelegt und dann hast du dann da deine Fotos gemacht. Naja, und ich hatte eben so ein Billigapparat mit, aber ging ja, ich habe dann diese Fotos gemacht. Und ich habe das auch schon mal gezeigt. Hier nochmal meine Kumpels aus der Zeit, Bernd. Und da seht ihr in der Mitte, also beziehungsweise der zweite von rechts ist der Dr. Walczak. Und der Dr. Walczak war eben der Crack, der die ganzen Bodies verpflegt hat. Der ging auch alle hin. Und wie gesagt, diese Informationen, die bekam man auch von jedem. Also da musstest du nicht irgendwie, da wurden keine Geheimnisse drum gemacht. Die haben dann, wenn du mit einem der absoluten Cracks gesprochen hast, der sagte, du geh doch hier zu dem Dr. Walczak, der checkt dich mal durch, der guckt mal, wie deine Vitamine aussehen, deine Aminosäuren, wie dein Blutbild aussieht. Und wenn du Anabolika haben willst, der verschreibt dir das oder auch nicht. Ja, und der misst das alles. Ich bin da dann auch hingegangen und der hat bei mir dann eine Unterfunktion der Schilddrüse festgestellt, hat mir dann also dort Schilddrüsen-Tabletten gegeben, die er selbst angemischt hat. Ich wusste zu der Zeit gar nicht, was das ist. Und auf jeden Fall, er meinte, mein Stoffwechsel ist zu langsam. Das war seine Spezialität. Er hat also bestimmte Medikamente und eigene Medikamente angemischt im Hinterraum für die Bodybuilder. Ja, also so war das damals und hat denen das gegeben. Also Anabolika habe ich nicht genommen zu der Zeit. Weil Meisterschaft stand nicht an. Aber mir war eigentlich mehr an der Gesundheit interessiert und deshalb hatte ich gedacht, oh, Stoffwechsel, wenn er zu langsam ist. Wie gesagt, ich wusste nur nicht, was er mir da gegeben hat. Ich habe das in einem anderen Chat ja auch schon mal erzählt. Naja, und so war es halt. Und natürlich hat man dann auch rausgefunden und ich hatte ja auch als Ziel meiner Reise dieses Gym. Und das ist der Vince Gironda vor seinem Vince Gym. Und da traf ich übrigens auch die Mensa-Brüder wieder, die da richtig Gas gaben, aber eben nicht Heavy Duty trainierten. Also ich habe das schon mal erzählt, ich habe schon eigenen Augen gesehen. Ja, nichts gegen Heavy Duty. Ich habe da jahrelang selber auch mit experimentiert und trainiert und so weiter. Ein gutes System, wenn man einige Sachen beachtet. Aber die haben dort eben anders trainiert. Und das Vince Gym war halt ein kleineres Studio. Und die ganzen Top-Bodybuilder rannten alle, wenn sie nicht weiterkamen, zu dem Vince Gironda und holten sich da ihre Tipps und ihre Ratschläge und erstellte die Programme und so weiter und so fort. Ich habe das ja auch schon einige Male erzählt. Und so sah das Ding von außen aus. Und das ist also das Original Vince Gym, so wie ich das auch vorgefunden habe. Lustig dann mit dem VW Käfer, der war damals schon beliebt. Und da bin ich natürlich hingefahren mit unserem Straßenkreuzer und dann haben wir uns das angesehen. Und dann habe ich natürlich auch hier diese Geschichten gesehen, also was er da gemacht hat. Ich wollte das eigentlich zeigen. Er hatte so einen kleinen Corner und ich hatte ja schon viel auch gehört mit seinen Lebertabletten und diesem und jenen und so weiter. Und er hat wirklich darauf geschworen, auf bestimmte Supplements, auf diese natürlichen Supplements. Und das erzähle ich deshalb auch, weil es wirklich so war. Also wenn man bei ihm einen Kursus gemacht hat, ein Training gemacht hat, dann hat er automatisch einem aufgeschrieben, das musst du nehmen, das musst du nehmen, das musst du nehmen. Und diese Alfalfa, Kelp und wie auch immer, ja, was je ausgerichtet nach Zielrichtung war ein Bestandteil dieses Trainings, ja, dieses Coachings.
hat ja immer so eher so Kurse verkauft. 4 Wochen, 6 Wochen, 8 Wochen. Ja, natürlich konnte man auch monatlich bezahlen, aber wenn man so wie ich dahin kam, ja, dann hat man eben halt für die Zeit, für die 2 Wochen, hat man dann bezahlt und hat einem die Sachen aufgeschrieben, die er gerichtet aufs Ziel ausgerichtet dann empfohlen hat. Und er war da immer relativ kurz angebunden. Dann hat er gesagt, du trainierst jetzt so und so, 8x8, 15 Sekunden Pause. Hier ist das, hier sind die Übungen. Ich guck mir das nochmal an. Die Übungen werden so und so gemacht. Ich korrigiere das dann. Und wenn einer das dann nicht so gemacht hat, wie er das gesagt hat, dann gab es einen Arschtritt. Teilweise sind die aus dem Studio geflogen. Also da war der Typ unglaublich. Deshalb, das war so eine richtige Athletenschmiede bei dem. Ja? Ich habe am Anfang gedacht, das Goals ist es. Da geht das ab. Ja, da haben die auch alle trainiert und so, ganz klar. Aber alle, die richtig ernsthaft, Mohamed Makkawi und so weiter, ja, ich meine, ich habe die Typen da gesehen. Mohamed Makkawi hat gerade 1977 dann quasi Vince Gironda verlassen. Er hat 10 Jahre bei dem trainiert. Und dann behaupten einige Leute, ja, der hat den nicht gecoacht. Das ist natürlich lächerlich. Ne? Aber dann hat er einen Vertrag gekriegt 1977. Und da war schon so, dass der Joe Weider dem Vince Gironda zwar noch Platz gegeben hat in seinem Magazin, aber das war alles so Ego. Wollte ja der Trainer of the Champions. Das war so gegen sein Ding. Im Prinzip war er auch gar nicht der Trainer of the Champions. Scheißdreck. Ja, der hat seine Produkte verkauft, war ein Riesen-Businessman. Ja, das hat er super gekonnt. Hat super Magazine rausgegeben, er war unheimlich drauf auf seine Fotos mit den Athleten, diese Stories, das gut zu machen und so. Aber der Athlet, also wenn er was wollte, wenn er ein Trainingsprogramm wollte, dann ist er zu Vince Gironda gegangen und hat sich das da abgeholt. Und was bei Vince Gironda, ich habe dann nochmal Originale gefunden, da so am Tresen lag, das waren diese Sachen. Er hatte so Zettel, also hier habe ich nochmal sein Bullet. So kleine Bücher, die hat er verkauft. Und dann hatte er, wo habe ich denn das andere? Nee, das ist das Gym, die Anleitung. Also in jedem Fall waren das Anleitungen wie diese. Und die waren so kurz gefasst. Es gab damals ja diese Fotokopien, wie wir sie heute kennen. Das können sich ja viele gar nicht vorstellen, die jünger sind. Das gab es ja alles nicht. Da gab es so. Mit Alkohol durchgedrehte, auf so einer Walze, in so einem Verfahren, konnte man dann so bestimmte Sachen vervielfältigen. Aber das waren eben keine tollen Fotos, sondern überwiegend so Schrift. Das hat man auch in der Schule genommen. Ich weiß nicht mehr, wie die Dinger hießen. Aber solche Zettel hatte er da liegen und die konnte man dann auch mitnehmen von Vince Gironda. Weil das war für ihn in seinem Shop gleichzeitig eben auch für den Verkauf gut. Hier liegen die Dinger auch nochmal auf dem Tresen. Und er hat dann das den Touristen, die reinkamen, so wie ich auch am Anfang, ja, so mitgegeben, hat gesagt, hier könnt ihr euch mitnehmen, so eine Eck-Diät, Steg- und Eck-Diät, die Supplements müsst ihr dazu nehmen und so weiter. Und das war sein Geschäftsinteresse auch, seine Supplements dann zu verkaufen und seine Bücher zu verkaufen. Und ein ganz wesentlicher Aspekt natürlich seiner Geschichte waren ja auch diese Dinge. Also er hat ja nicht nur sein Milk und Egg Protein verkauft, seine Desiccated Liver Tabletten, seine natürlichen Sachen, sondern eben diese Enzyme spielten eine enorme Rolle bei der Eiweißverwertung. Und da hat er auch seine Prinzipien, also diese High-Protein-Diäten, immer eine Zeit machen, dann wieder runterfahren und so weiter und so fort. Ich habe das ja schon einige Male erklärt. Nur ich zeige das nochmal, weil das hat gleich was mit dem Schlafen auch zu tun. Und gleich komme ich zu dem eigentlichen Thema. Ich wollte euch nur nochmal so in diese Welt nochmal reinbringen, wie das damals war. Es war wirklich, also nicht, dass man sagt, ja, früher war alles besser. Nein, es war einfach persönlicher. Die Leute waren offener. Ja, wenn ich heute teilweise in Studios bin, da erzählt ja keiner was, wie er trainiert. Das ist ja alles Geheimnis und so. Da machen sie ja nur Hype draus. Es ist ja alles ganz, ganz besonders. Hier in Venice, da im Gold's Gym, bei Vince Gironda, konntest du hingehen. Die haben sich gerne mitgeteilt. Die haben das gerne erzählt. Ja? Insofern, es war wirklich eine Gemeinschaft. Ja? Und wenn die gesehen haben, du trainierst auch schon ein paar Jahre und die haben dich beim Training beobachtet und du gibst da Gas, dann warst du dabei. Ja? Auch als Anfänger, wenn du als Anfänger Fragen hattest, war ganz klar. Ja? Aber es war eben wirklich anders und jeder war da, die waren offen und man konnte mit denen sprechen und
Die hast du am Strand wieder getroffen, die hast du im Restaurant wieder getroffen. Da konntest du dich an den Tisch setzen mit denen. Und so, komm her, komm, wir essen zusammen. Die Amis sind da ja auch in der Form heute noch sehr kommunikativ. Also, ich meine, ich bin häufig angesprochen worden, auch jetzt in den vergangenen Jahren, wenn ich in Las Vegas bei der Mr. Olympia war, im Fahrstuhl, da sagt einer, das hast, du hast ein geiles Hemd an oder so. Ja? Ich meine, wenn in Deutschland das einer zu dir sagt, im Fahrstuhl, du hast ein geiles Hemd an, dann schreckst du ja gleich zurück und sagst, oh, ich glaube, der vom anderen Ufer oder so. Nee, das ist da normal. Diese Art der Kommunikation, dieser Smalltalk. Und man wird häufig angesprochen im Supermarkt, überall, wo du bist. Ja, wie trainierst du denn? Mensch, erzähl doch mal, wenn die Leute Zeit haben, natürlich nicht, wenn die an der Kasse da die Dinger durchreißt. Aber so der Busfahrer, ich weiß noch, ein älterer, ein schwarzer Busfahrer da, der dann also einem vom Airport abgeholt hat. Sofort fing der an und sagt, du, Mensch, wie alt bist du denn? Trainierst du? Was machst du denn da? Interesse, ja? Und das machen die. Und das, deshalb entwickelte sich das bei diesen Bodybuildern damals auch so einfach. Ja, man konnte mit jedem quatschen. Konntest du sagen, du kennst dir mal ein gutes Restaurant hier. Du, sofort haben sie dir gesagt, geh doch mal dahin, geh doch mal dahin und so weiter. Ich weiß, es ist nicht alles schlecht heute, aber es ist doch alles sehr unpersönlich. Und jetzt müssen wir auch alle noch Abstand nehmen aufgrund von Corona. Keiner traut sich mehr in die Studios, keiner traut sich mehr irgendwas zu machen. Und das ist das Problem, auf das ich jetzt komme, gleich. Also so sah zum Beispiel das Studio von Vince Gironda genauso aus. Genauso habe ich den erlebt. Also es ist fast eine Aufnahme, wenn ich da, als ich da reingekommen bin, am Tresen vorbei, genauso stand der Typ da. Und das Erste, was er gesagt hat, hey guys, what's on hier? Was ist los? Was wollt ihr hier? Ne? So auf Englisch, so. Also nicht sehr freundlich, ne? Aber dann hast du da gestanden, hast da erzählt und wir wollten mal schauen, wir kommen aus Deutschland und so. Und dann ging das. Ja, aber er war schon ein schroffer Typ. Ja, und ja, also so Jokes waren nicht unbedingt so richtig sein Ding. So, und nun kommen wir mal nochmal zu dem Studio. Ich habe hier nochmal eine sehr schöne Aufnahme gefunden. Also er hat ja auch diese ganzen Fotos, authentische, die waren alle, diese Autogrammfotos, die waren ja alle unterschrieben von den Athleten, die bei ihm trainiert haben und so weiter. So sah halt dieses Studio aus. Also ich habe das schon mal gesagt, Musik gab es nicht. Er sagt, alles Ablenkung. Ja, da hast du nur die Scheiben klappern gehört, das Gestöhne gehört. Ja, du hast dann diese Atmosphäre war da. Ja, und die hat einen natürlich auch mitgezogen, mitgerissen. Du hast da diese ganzen Typen da gesehen, wie die da trainiert haben. Und das war schon irre. So, wie ihn hier auch, der Jim Hopeless, der hat ja teilweise dann ein paar Jahre bei ihm auch den Trainer gemacht. Und alle haben sie diese Vince-Hemden an. Hier, das ist ein witziges Foto, habe ich gefunden. Es ist vorne der Athlet, der ist mir nicht bekannt, wer das ist, aber im Hintergrund, wenn ihr guckt, ja, dann seht ihr im Vince Gym nämlich Arnold sitzen. Das ist auch so witzig. Der hat ja auch dieses Shirt immer angehabt. Der hat ein halbes Jahr dort trainiert und das ist witzig. Also, wenn man genau schaut, erkennt man ihn. So, und jetzt kommen wir mal zum heutigen Thema. Weil ich also, ich wollte einfach mal von dieser alten Zeit erzählen und wirklich ist es schön, sich da rein zu versetzen und es ist wirklich, ja, es war alles noch erleben, ne? Also jede Übung war neu, ja, jedes Supplement war neu und man war neugierig drauf und heute ist alles so selbstverständlich und ja, alles egal und Hauptsache viel Stoff und das nervt mich dann so ein bisschen, ja, es geht ja ohne Stoff auch, aber und nichts dagegen, wer das machen will, soll es doch tun. Neulich hat einer wieder mal kommentiert, ich würde ja das Bodybuilding schlecht machen. Ich weiß nicht, was der genommen hat. Also ich mache das Bodybuilding, weiß Gott nicht schlecht, weil ich lebe das mein Leben lang. Ich liebe das noch heute. Ja, und ich werde das bis zum letzten Abend so machen. Nur ich sehe halt die vielen Fehler, die man gemacht hat. Ja, und ich versuche einfach auf einige Dinge hinzuweisen, dass ihr da vielleicht ein bisschen aufpasst. Und natürlich ist diese Bühnengeschichte auch wieder eine ganz andere Sache. Dessen bin ich mir auch bewusst. Aber deshalb muss ich es ja nicht gut finden, ja, wenn die Leute sich da kaputt machen. Das hat für mich dann auch eine Perversion angenommen. Ja, ich vertrete deshalb heute wirklich den Stil,
eher von Vinci Ronda, Natural, ja, guten Körper aufbauen, alles dafür tun, ja, um fit zu sein, gut drauf zu sein. Und dazu gehört eben dieses Thema auch. Und dazu gehört eben auch Schlaf. Und jetzt kommen wir mal. Ach so, hier ist der Zettel, den ich euch noch zeigen wollte. Das so lagen, genauso lagen die da rum. Und dann hat er mal so kleine Hinweise. What is desiccated liver? Ja? Oder Krebskontrolle, also Cancer Control. Oder for weight gaining, was mal. So kleine Tipps. Und natürlich dann immer dabei, so wie viel man dann nehmen soll und so weiter und so fort. Und hier so kleine Anleitungen. Diese Dinger lagen da vorne rum. Ich habe da auch ein paar von mitgenommen. Ich habe die leider heute nicht mehr. Die sind irgendwie verloren gegangen. Ich habe ja alles aufbewahrt immer irgendwie, aber die habe ich leider nicht mehr. Und wie gesagt, es ist ja nicht wiederholbar, es ist nicht wiederherbringbar. Ja, aber deshalb, wenn ihr gute Zeiten habt, merkt euch die gut. Macht alles. Heute kann man mit dem Handy alles festhalten. Das ist das Schöne. Und ich habe dann natürlich auch das zum Anlass genommen. Ganz kurz nochmal, das Buch könnt ihr ja bei mir bestellen, beziehungsweise auf www.ironguru.info. Viele haben das ja auch schon sich geholt. Ich habe das ja angeboten. Die Iron Guru Member, das kostet nichts, da könnt ihr euch registrieren. Dann kriegt ihr einen Rabattcode, dann kriegt ihr das Ding umsonst. Freut mich, das werden auch mehr. Registriert euch dort und ihr könnt dieses Buch dann umsonst haben. Deshalb zeige ich das nochmal und da steht so ziemlich alles drin über Desiccated Liver. Ich schwöre drauf. Ich habe ja zwei Produkte. Einmal hier diese Storm-Geschichte. Da will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Mit einem höheren Leberanteil und hier mit einem extra Anteil an Aminosäuren. Das kann man sehr gut kombinieren, indem man die Desiccated Liver über den Tag nimmt, die Storm, und nach dem Training nochmal die Aminosäuren, diese Desiccated Liver plus Beef Aminos. Das sind übrigens Beef Aminos, also nichts anderes. Also auch die, die kein Schweinefleisch essen mögen oder aus irgendwelchen Gründen das ablehnen, reine Beef-Produkte und so weiter. So, jetzt kommen wir mal zum Punkt. Jetzt geht es mal ums Thema. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Ich wollte einfach mal über diese Zeit sprechen, ja, die ich einfach auch irgendwo super geil fand. Ja, so. Und zwar geht es jetzt mal um Schlafen. Ich habe das mal ganz einfach mal aufgegliedert in verschiedene Punkte. Ich werde euch dann nachher erzählen, was ihr tun könnt, um wirklich enormen Einfluss ne zu nehmen mit dem richtig eingestellten Schlaf auf eure Muskelentwicklung. Und da gibt es ja diesen Tipp noch von Vince Gironda, der auch irre ist, den ich so in der Form nirgendwo gefunden habe. Und das zeichnet den Typ aus. Der hat immer so irgendwelche Sondergeschichten, also irgendwelche Sonderausführungen von Übungen und so weiter. Und ich coache ja gerade wieder einen ganz tollen Burschen und ich lasse die Leute immer erst die Übungen dann durchtrainieren und danach gucke ich mir die nachher dann an und dann habe ich die entsprechend korrigiert und er sagte sofort nach den Korrekturen, es ist wirklich anders, es fühlt sich anders an, jede Übung fühlt sich anders an, wenn man auf diese kleinen Veränderungen achtet und das dementsprechend ausführt. Und das bezieht sich auch auf Ernährung, das bezieht sich auch auf Tipps von Vince Gironda. Also wer glaubt, das ist so unwichtig oder so, nee, das bringt alles nochmal einen extra Bonus und das bringt alles nochmal einen extra Hype. Und heute reden wir eben über Schlaf, denn wie gesagt, wir sind alle in einer besonderen Situation. Wie auch immer, diese Corona-Geschichte wirkt sich aus auf unsere Psyche. Ich rede gar nicht von dem Virus, sondern einfach um das Umfeld, um das wirklich tagtägliche Bombardement, das uns ja nicht gerade lustig stimmt und das uns ja nicht gerade happy macht. Und deshalb, man weiß inzwischen auch, dass natürlich diese ganzen Geschichten sich also extrem negativ auswirken, auch auf den Schlaf. Und darum geht es heute, um das Thema. Wie penne ich vernünftig und was bringt es mir, gut zu schlafen? Was passiert im Schlaf? Das werde ich euch heute erklären. Also, es gibt so allgemeine Regeln, dass man gut schläft. Ich habe es mal ganz kurz nochmal aufgeschrieben. Raumtemperatur checken. Es darf also nicht zu warm, nicht zu kalt sein. Und ganz wichtig, wer direkt vorm Schlafen noch ins Handy glotzt, ja, oder in den Laptop, dieses blaue Licht verändert, wirkt sich auf unser Gehirn aus, hält uns wach. Das ist das Problem. Also man schläft einfach schwerer ein und man kommt nicht so gut in den Tiefschlaf. So, ins Bett gehen, wenn man müde ist, das ist natürlich
Hört sich jetzt bescheuert an, aber wer über den Punkt der Müdigkeit hinweg ist, schläft oft nicht gut ein. Das ist häufig so, wenn man so vorm Fernseher einschläft, ja, dann ist man schon fast in so einer Phase drin. Man erreicht ja im Schlaf schon nach 10 Minuten eine relativ tiefe Phase. Dann macht man sich wieder wach und dann geht man ins Bett. So, deshalb habe ich hier auch nochmal nachher, nicht hier jetzt, aber wirklich diese TV-Geschichte, diese Fernsehgeschichte ist auch nicht wirklich hilfreich, wenn man gut schlafen will. Denn es geht ja auch um Menschen, vielleicht ist der eine oder andere von euch dabei, der nicht so gut schläft, ja, der im Moment Probleme hat. Und vielleicht guckt ihr euch alles mal in Ruhe an und vielleicht findet ihr das eine oder andere wieder und könnt es dann verändern. Neben Muskelaufbau und all diesen Geschichten, darum geht es ja. Also, was eben auch ein Punkt ist, vor dem Schlafen keine Probleme mehr wälzen oder diskutieren, stattdessen Entspannung suchen. Film begrenzt, also ein Horrorfilm, weiß ich nicht, aber ein Buch auf jeden Fall. Vor dem Schlafen gehen, nichts mehr essen und vor allen Dingen nicht viel essen. Also ich rede jetzt nicht von ein paar Tabletten oder so, Magnesium oder Desiccated Liver oder Vitamintabletten, sondern ich rede von einer richtigen Mahlzeit. Ausreichend trinken. Also häufig kann es passieren, dass man in der Nacht dann wach wird, weil man einfach zu wenig getrunken hat auch vorher. Zu viel trinken ist auch wieder schlecht, ja? Also das ist ja klar. Nicht ins Bett gehen, wenn man noch munter aufgekratzt ist. Also wenn ihr gerade irgendwie die Korken habt knallen lassen und habt gerade unheimlich viel gemacht und so weiter, kommt erstmal zur Ruhe und so weiter und geht dann schlafen. Und kein Sport direkt vor dem Einschlafen. Während des Sports, das wisst ihr sicher, werden natürlich bestimmte Endorphine frei, also das heißt Wachmacher frei. Deshalb hilft euch der Sport direkt vor dem Schlafen nicht. So, was kann man tun? Also so ein paar Regeln, auch nochmal Matratze checken. Also wer eine schlechte Matratze hat, ja, altes Sprichwort sagt ja, wie ich mich bette, so liege ich und so schlafe ich auch. Also deshalb checkt das mal durch, gut lüften, kein Fernseher am Bett, hier ist das Geschichte nochmal. Also deshalb, ich bin da wirklich kritisch mit direkt Fernsehen. Ich habe also keinen Fernseher am Bett stehen, weil ich glaube, das ist nicht gut. Man schläft dann ein. Aber man wacht dann aus einer Phase schnell wieder auf und dann kommt es dazu, dass man schwer wieder einschläft. Ausdauernd, ausreichend Bewegung, besonders Ausdauersport, sorgt für einen gesunden Schlaf. Also natürlich nicht vor dem Sport, sondern allgemein. Ja, ganz klar. Also wenn ich Ausdauersport gemacht habe, ich mache das ja in meiner Garage auf dem Ellipsentrainer, Garagentür auf, frische Luft und so weiter. Das sorgt natürlich schon für einen guten Schlaf generell. Matratze checken hatte ich oben schon und auch kleine Lichtquellen im Schlafraum eliminieren. Also häufig irritiert das im Schlaf, wir im Unterbewusstsein, wenn ihr irgendwelche Lichter da noch habt. Also prüft das mal. Ins Bett gehen, wenn man müde ist und wer über den Punkt hinaus ist, der schläft oft nicht ein. Das ist das Problem. Meditation, autogenes Training ist sehr hilfreich, das kann ich immer nur sagen. Und Hörbücher zum Beispiel anhören oder Buch lesen, hilft eben auch. Also das eine oder andere vielleicht mal so als Tipp. Und dann gibt es natürlich Hausmittel. Also wer schlecht einschläft oder nicht tief genug schläft. Ich komme da mal ganz kurz drauf, bevor ich gleich nochmal zu einem ganz anderen Thema beziehungsweise zu einem ganz anderen Mittel komme. Milch mit Honig ist so eine ganz alte Geschichte. Und zwar ist in der Milch die Aminosäure Tryptophan enthalten. Und dieses Tryptophan, da komme ich gleich nochmal zu dem Thema, wird umgesetzt in Richtung Melatonin, in dem Schlafhormon. Und es überwindet auch die Hirnschranke. Also es ist ein bisschen komplizierter, das Ganze, aber deshalb Milch mit Honig funktioniert. Allerdings, wer also keine Milch verträgt, sollte das lassen. Tees, da gibt es jede Menge Tees, die man trinken kann, führe ich gleich auch nochmal auf. Also das ist auch so eine ganz alte Geschichte, aber einfach mal so wer also häufig so Magenprobleme hat, so ein Fencheltee oder Kamille oder so eine Geschichten, das sind ganz einfache Sachen, würdet euch wundern, dass das funktioniert. Erdnüsse machen aufgrund des Tryptophangehalts unter Umständen auch müde. Dann haben wir hier Johanniskraut.
Johanniskraut wird eine leicht antidepressive und entspannende Wirkung nachgesagt. Ich kann das nur bestätigen. Ja, also Johanniskraut, da müsst ihr nur darauf achten, dass ihr eine gute Qualität findet. Nehmt da nicht so ein Billigzeug, weil das muss in einer bestimmten Konzentration enthalten sein. Aber bei Johanniskraut ist ein Problem, es macht lichtempfindlich und kann die Wirkung anderer Medikamente unter Umständen herabsetzen. Also es gibt ja bestimmte Stoffe wie schwarzen Pfeffer, also und so weiter. Da sind Stoffe enthalten, die Medikamente oder Grapefruit, die Wirkung von Medikamenten verstärken. Beim Johanniskraut ist es andersrum. Da ist es so, dass es die Wirkung von Medikamenten unter Umständen herabsetzen kann. Bier, ja, wir reden natürlich hier über Bodybuilding, aber ich denke mal, auch alkoholfreies Bier hat eine beruhigende und schlaffördernde Wirkung. Das ist der Hopfen, der enthalten ist. Kann man trinken, spricht nichts gegen. Also auch da ist es natürlich immer die Menge, die es macht. So, und jetzt kommen wir mal zu dem Punkt Tiefschlaf. Was kann ich tun? Weil um den geht es ja. Ich komme gleich nochmal zu den Phasen, ja, zu den entsprechenden Schlafphasen, die wir ja haben. Wir durchlaufen ja im Schlaf diverse Phasen. Da werde ich gleich nochmal drüber sprechen. So, Gamma-Aminobutyric-Acid, das ist die Abkürzung, ist GABA, ist eine Aminosäure. Die war lange Zeit in Deutschland verboten, ganz lustig. Und irgendeiner, ich weiß nicht wer, also ich rede von einer Zeit in den 90ern, irgendein Hersteller von dieser Aminosäure hat das durchgezogen vor Gericht in Deutschland 10 Jahre lang. Ich weiß das, weil ich dieses Gerichtsurteil nachher gesehen habe und hat GABA, das wirklich eine medizinische, ja, Wirkung schon hat, hat GABA wirklich zu einem verkehrsfähigen Nahrungsergänzungsmittel gemacht. Also heute ist das alles ein bisschen leichter, weil bestimmte Stoffe sind eingeteilt in Medizinprodukte, frei verkäuflich oder in Nahrungsergänzungsmittel, ja, und in andere Geschichten. Also es gibt da verschiedene Kategorien, die das etwas leichter machen, wenn Stoffe erlaubt sind. Bei GABA war es lange Zeit wirklich ein Problem und der hat das durchgezogen. Wenn ihr GABA nehmt, GABA wird ja auch nachgesagt, dass es Wachstumshormone fördert, also die Bildung von Wachstumshormonen oder Ausschüttung in der Nacht. Das Problem bei GABA ist, viele vertragen GABA nicht, weil es ist so, kann sehr unangenehm werden. Also da kriegt man mit einmal so ein Kribbeln, ja, so unter der Haut. Und ich habe das mal genommen, GABA, denn vom Schlafen, ich konnte überhaupt nicht schlafen, weil mich dieses Kribbeln und diese Wirkung, ja, ich habe dann auch so fast so Atemnot gekriegt. Also das hat sich bei mir nicht wirklich positiv ausgewirkt. Aber ausprobieren und manchen hilft es. Dann gibt es natürlich, wie ich eben schon sagte, diese ganzen Kräuter. Und Baldrian, Fenchel, Kamille, Zitronenmelisse, das sind alles Sachen, die könnt ihr auch als Tees zu euch nehmen. Und da kann man mal das eine oder andere ausprobieren. Funktioniert wirklich auch. Grüntee funktioniert übrigens auch, weil es eine Aminosäure drin, die heißt L-Theanin, die beruhigt, die hat eine beruhigende Wirkung. Johanniskraut hat, wie gesagt, diese antidepressiva Wirkung. Also wer wirklich häufig down ist und sich also einfach mental nicht gut fühlt, man muss ja nicht so weit gehen, also weil Depressionen im starken Maße ist ja schon eine anerkannte Krankheit. Manchmal ist es ja einfach auch nur so, dass man immer so sich in einem Loch befindet, abgeschlagen ist und nicht gut drauf ist und so weiter. Und das kann eben mit diesem Schlaf zusammenhängen, dass der nicht gut funktioniert. Und da würde ich wirklich Johanniskraut wirklich mal empfehlen zu nehmen. Neuerdings kann man ja auch diese CBD-Öle, also aus Marihuana und Hanf und so weiter, freikaufen, die also auch schwerpunktmäßig aber gegen Angstzustände
zu nehmen sind und nicht unbedingt zum Einschlafen. Ich habe das trotzdem mal aufgeführt, weil das gehört ja alles zusammen, weil es gibt ja ganz unterschiedliche Faktoren, warum jemand vielleicht nicht in den Tiefschlaf kommt oder nicht so gut schläft und sich nicht so gut erholt. Ne? Also Übertraining ist zum Beispiel natürlich auch ein Punkt. Also wenn ich permanent übertrainiert bin, ein Anzeichen für Übertraining ist einfach schlechter Schlaf. Ich komme dann einfach nicht zur Ruhe, ich bin immer unruhig und so weiter. Der Körper kommt dann einfach nicht zur Ruhe, ich überpower den. Ja, deshalb ist also Übertraining ein wirklicher Feind für einen Tiefschlaf. So, Magnesium ist übrigens auch ein sehr interessantes Mineralstoff, ein sehr interessanter Mineralstoff natürlich für die Muskelkontraktion und andere Dinge, aber eben auch für den Schlaf. Müsst ihr nur ein paar Stunden vorher nehmen. Ja? Also wenn ihr Magnesium in hohen Dosierungen direkt vorm Schlaf nehmt, dann kann das auch wieder sein, dass es so eine leichte aufmunternde Wirkung hat. Das gilt eben auch für bestimmte B-Vitamine, also Vitamin B12. Wir haben ja dieses Cobalamin da in ganz hoher Dosierung bei uns im Shop mit 5000 Einheiten. Und das würde ich dann nicht vom Schlaf nehmen. Auf keinen Fall. Während wieder eine einzelne Vitamin B-Geschichte, Vitamin B6, dem wird wieder nachgesagt, dass es eine leicht beruhigende Wirkung hat. Ja? Also man muss dann da mal aufpassen, was man da macht. Deshalb sage ich das. Also Magnesium okay, aber dann wirklich 2-3 Stunden vorm Schlafen gehen. Dann hilft es wirklich, einen tieferen und besseren Schlaf zu bekommen. Tryptophan habe ich schon erwähnt, ist eine Vorstufe des Melatonins. Und jetzt kommen wir zu dem meiner Ansicht nach wichtigsten. Und Melatonin ist ein Stoff, eine Art Hormon. Das wird in der Zwirbeldrüse, die Zwirbeldrüse sitzt hier im Gehirn, hier irgendwo. Ja, und dort wird es gebildet. Und dieses Melatonin, dieses Hormon ist extrem wichtig für den tiefen Schlaf, weil es ein Botenstoff ist, der quasi den Schlaf einleitet. Der Körper bereitet sich auf den Schlaf vor. Das Problem ist, man weiß heute, dass leider, wie viele andere Hormone auch, diese Eigenproduktion von Hormonen leider ein Leben lang nicht optimal funktioniert und gerade Melatonin baut sich auch mit der Zeit ab, der Level. Und ich komme gleich nochmal zu Wachstumshormonen. Das ist nämlich ganz interessant für die, die also da auch schon mal sich so ein bisschen informiert haben und bestimmte Aminosäuren genommen haben. Bei Melatonin ist es so, dass man ungefähr sagt, so Mitte 30 geht der Pegel langsam runter. Und das ist der Grund, warum ich gesagt habe, okay, wir nehmen dieses Melatonin mit in den Shop mit rein. Ich habe jetzt also Melatonin, so sieht das hier aus. Können wir mal gucken, das gibt es jetzt im Shop. Wir haben 270 Tabletten und wie es unsere Eigenart ist, für einen sehr günstigen, guten Preis im Vergleich. Das könnt ihr gerne mal vergleichen. Ich beliefere ja keine Händler und ich gebe immer diese Preise dann an euch weiter. Das Gute ist, die Tabletten haben 1 Milligramm. Es gibt ja auch 4 Milligramm, 10 Milligramm. Wir haben 270 Tabletten drin und wer sich das ausrechnen mal, wenn ich 10 Milligramm und dann sind aber nur da 30 Tabletten drin oder so für den Preis. Also das Gute ist, bei 1 Milligramm könnt ihr das dosieren. Ihr könnt das also checken. Ihr könnt vorsichtig anfangen und sagen, ich nehme mal 1 Milligramm, ich nehme mal eine Tablette. Bei vielen reicht das schon. Ja? Und ich muss dann nicht das überdosieren, weil warum? Was soll's? Also Melatonin leitet den Schlaf ein. Wenn der Schlaf eingeleitet ist, ja, dann laufen die Mechanismen, dann läuft das ab. Und man kommt durch Melatonin recht schnell in eine Tiefschlafphase. Und das ist das Gute. Der Schlafrhythmus, diese Phasen, diese REM-Phasen und so weiter, die laufen dann eben gut, wenn ich diese Tiefschlaf, wenn ich noch lange mich wälze und hin und her und so weiter. Ja, deshalb ist dieses Melatonin wirklich eine geile Geschichte. Und man nimmt das ja auch bei diesem Jetlag, also wenn man jetzt Zeitumstellungen hat, denn da kommt der Körper durcheinander. Und ich kann das nur nochmal sagen, wenn ihr Schichtdienst habt, wenn ihr zu der arbeitenden Bevölkerung gehört, die Schicht arbeiten,
Dann darf ich euch nur eins sagen. Also da gab es übrigens den Nobelpreis für die Erkenntnis, wie sehr sich diese Schichtarbeit, wie negativ sich die Schichtarbeit auf unseren Biorhythmus auswirkt. Und wenn der Biorhythmus gestört ist, dann funktioniert diese ganze Geschichte nicht mehr mit dem Schlaf. Und ich habe das bei einigen Athleten gemerkt, die ich gecoacht habe, die konnten teilweise machen, was sie wollten. Ja, in bestimmten Phasen dieses Schichtarbeit hat nichts funktioniert. Also war völlig irre. Die haben also Diäten gemacht und Kleinkram abgenommen, weil das einfach nicht, der Körper einfach nicht diesen Rhythmus hatte. Ja, und Vinci Ronda sagt ja, es ist ganz wichtig, wenn ich Muskeln aufbauen will, Leistung steigern will, wenn ich Fett abbauen will, all diese Ziele eines Bodybuilders erreichen möchte, dann ist eine Regelmäßigkeit extrem wichtig. Und dazu gehört eben auch die Regelmäßigkeit des gesunden Schlafes. Und sowohl die Regelmäßigkeit im Essen, die Regelmäßigkeit im Training. Mich fragte ja auch neulich einer, ja, kann ich nicht die Übung mal immer wechseln bei 8x8? Nee, diese Regelmäßigkeit, ja, über 6, 8 Wochen die gleiche Übung zu machen und dort dann diese Übung zu steigern, ist besser, als wenn ich jetzt permanent andere Übungen mache und so weiter und so fort. Und das gehört eben auch zur Ernährung dazu. Nur wenn ich einen regelmäßigen Plan habe und den verfolge, ich rede ja jetzt wirklich von Zielen. Nicht jeder von uns hat ja diese Ziele, diese extremen Ziele, ja? Aber ich muss einfach, wenn ich ein Ziel verfolge, diese Regelmäßigkeit einhalten, damit ich natürlich auch daran arbeiten kann. Das hört sich jetzt alles so babymäßig an, aber ich habe immer festgestellt, die Leute machen es einfach nicht. Ja, die wursteln dann, oh, heute esse ich mal woanders doch und dann training auch, ich nehme mal eine andere Übung und. Und dann wundern sie sich, dass der ganze Kram nicht funktioniert. Und deshalb erkläre ich das so ein bisschen. Viele werden von euch vielleicht sagen, wird der mir erzählen, das weiß ich ja alles. Aber es ist wirklich so, der Standard ist ja ganz unterschiedlich bei jedem. Und deshalb erkläre ich das wirklich mal. So, und natürlich gehört dieser Schlaf dazu. Und ich habe hier nochmal ein Bild, und zwar Schlaf für den Muskelaufbau, Melatonin. Also, Melatonin gibt das Signal, wie ich schon sagte, sich auf den Schlaf vorzubereiten. Es schaltet alle Systeme auf Entspannung, die Herzfrequenz nimmt ab. Der Blutdruck und die Körpertemperatur sinkt. Die Atmung wird flacher und regelmäßig. Die Muskulatur entspannt sich. Und dann gehen wir in diese unterschiedlichen wichtigen Tiefschlafphasen, ja, die unbedingt notwendig sind, um eine volle Erholung über den Schlaf zu bekommen. Denn in diesen unterschiedlichen Phasen des Tiefschlafs, diesen REM-Phasen nennt man das, ja, Non-REM-Phase, Tiefschlaf, Non-REM-Phase, REM-Phase, ja, beginnt eben auch der Körper seine Arbeit zu verrichten im Schlaf. Und da geht es um Zellerneuerung, da geht es um Reinigung, Reparaturprozesse, Aufbau von Hormonen, Enzymen und so weiter, die produziert werden. Und insbesondere auch ein wichtiges Hormon, und das ist eben das Wachstumshormon, das eben zusammen mit Testosteron und Insulin in einem natürlichen Verbund auch extreme Wachstumsprozesse einleitet. Und ich möchte ganz kurz nochmal zu diesen Wachstumshormonen etwas sagen. Natürlich hat man diese Versuche mit L-Arginin und verschiedenen Aminosäuren auf die Ausscheidung von Wachstumshormonen mit der Zufuhr über die Adern, also intravenös gemacht. Ja, da hat man bestimmte Mengen. Und viele sagen, dass diese orale Geschichte nicht funktioniert. Nun funktioniert ja L-Arginin in jedem Fall, wie wir wissen. L-Arginin mobilisiert ja Stickstoff, also die Erweiterung der Gefäße. Ja, und es gibt bestimmte Metastudien, nennen die sich. Ja, da ist also auch nachgewiesen, dass auch bestimmte Prozesse wirklich eingeleitet werden durch diese Aminosäuren. Und das nicht umsonst ist. Punkt ist nur, damit L-Arginin sich positiv auf die Ausscheidung von Wachstumshormonen wirklich auswirkt, müsst ihr vor dem Schlafen 3 Stunden nüchtern sein. Und
Dann muss auch eine bestimmte Menge genommen werden. Also ich würde dann schon wirklich auf eine Menge gehen von 10 Gramm von L-Arginin. Ja? Und L-Arginin wirkt sich ja positiv auf das Kardiosystem, also auf das Herz-Kreislauf-System aus. Da habt ihr dann also keine negativen Probleme. Ich erzähle das deshalb, weil das irgendwo zusammengehört. Also Melatonin und L-Arginin, das kann man recht gut kombinieren. Wir haben das ja, ich habe das, zeige ich das nochmal, wir haben es natürlich im Angebot bei uns im Iron Guru Shop, also www.ironguru.info. Darf ja ab und zu mal darauf hinweisen, dass wir diese Produkte auch anbieten. Wir haben ja, ich habe ja im Shop jetzt ein paar neue Sachen, auch wie eben dieses L-Arginin. Wir haben Omega-3 jetzt drin, sehr stark, übrigens hochdosiert. Ich nehme immer wirklich dann was richtig Gutes und nicht irgend so eine Luschi-Dinger, 1100 Milligramm mit einem ganz hohen Anteil der wichtigen Fettsäuren und deshalb also eben auch dieses Melatonin, was wir mit reingenommen haben. So, und jetzt kommen wir nochmal, das ist nochmal der Muskelaufbau, diese Geschichte. Also damit unterstützt ihr generell schon mal den Muskelaufbau. Die Tiefschlafphase und die REM-Phasen und eben auch, wenn ihr das verbindet, ich meine, müsst ihr dann eben, wie gesagt, 3 Stunden vorm Schlafen, müsst ihr nüchtern sein. Ja, könnt ihr nichts mehr essen. Fördert natürlich grundsätzlich auch also wer abnehmen möchte, das ist natürlich nicht verkehrt, wenn man das so einhält. Ja? So, und jetzt kommen wir mal zu dem Tipp von Vince Gironda. Und zwar, er hat, wie gesagt, immer ganz außergewöhnliche Geschichten. Und der Mann hat unheimlich viel rumexperimentiert mit Trainingssystemen und so weiter und so fort. Ich sagte das schon ein paar Mal. Also, es sind ja immer nur so dieses 8x8 ist dann bekannt und vielleicht noch 10x10. Und ich habe eine ganz lustige Geschichte nochmal. Also, könnt ihr nochmal nachlesen auf meinem YouTube-Channel. Es hat da jemand geschrieben. Ich weiß nicht, ob er schon geantwortet hat. Er verfolgt dieses 10x10-System und er hat, obwohl er nicht mehr isst, zugenommen. Der nimmt permanent zu. Und jetzt weiß ich natürlich nicht, ich habe ihn gefragt, ja, zunehmen, was? Also, wenn ich Muskulatur zunehme, dann ist das ja gigantisch. Ja, es hört sich so fast an, ja, was soll ich tun, damit ich nicht so viel zunehme? Ja, wenn ich natürlich ansonsten Körpergewicht zunehme und also die Rolle am Bauch wird größer, obwohl ich nicht mehr esse, er betonte ausdrücklich, er isst nicht mehr. Also, das habe ich, um so eine Antwort dann vernünftig wirklich auch zu geben, muss man natürlich mehr wissen. Ja, ich frage ja den Leuten immer ein Loch im Bauch, bevor ich da mich zu äußere zu irgendwelchen Trainingsprogrammen, zu irgendwelchen Ernährungsgeschichten. Man kann nicht pauschal sagen, ja, die beste Übung für Bizeps ist das und die beste Ernährung für Muskelaufbau ist das. Das ist ja alles Blödsinn. Das ist alles ja sehr individuell und deshalb gibt es ja auch von Vince Gironda diese 50 Trainingsprinzipien und all diese Geschichten. Und diese Geschichte ist jetzt wieder eine Geschichte, die er auch, die wenige kennen und ich zeige euch das mal. So, der Vince Gironda Muscle Sleep. Jetzt kann natürlich jeder sagen, jetzt kommt er endlich zum Punkt, der Franke, der Vollidiot, erzählt uns hier jetzt eine Stunde da seine Storys. Aber wie gesagt, ich muss euch wirklich auch ein bisschen unterhalten und diese Geschichte ist relativ schnell erzählt. Also, Vince Gironda, oh, ich habe Gironda falsch geschrieben. Das ist natürlich Gionunda, naja, ne, Legastheniker wieder unter sich. Muscle Sleep. Also, es geht um Folgendes. Ihr kennt ja diesen Nap, diesen Ausdruck vielleicht. Also nicht von Nappen, sondern von Schlafen, von Kurzschlaf. Und es ist ja bekannt, also da gibt es wirklich auch Studien drüber, dass dieses kleine Mittagsschläfchen, und ich rede jetzt nicht davon, eine Stunde durchpennen mittags, sondern wirklich diese Kurzschlafgeschichte, 5 oder 10 Minuten, extrem gut ist für die Konzentration und für also Leistungsfähigkeit und so weiter. Und genau das hat Vince Gironda auch herausgefunden. Und er hat eben herausgefunden, dass wenn man das häufiger macht am Tage, ja, dass es einen enormen Einfluss hat auf das Muskelwachstum. Das Problem ist natürlich bei dieser Geschichte, wer kann sich das leisten? Also 3 bis 5 Mal am Tag irgendwo 5 Minuten pennen. Wenn ich normal arbeite im Büro, dann werden mir meine Chefs schon einiges erzählen, wenn ich da immer
am Computer mit dem Kopf auf dem Tresen liege. Aber ich möchte auf den Fakt hinweisen. Denn vielleicht könnt ihr es zumindest so machen, dass ihr es wenigstens so einmal am Tag macht oder so. Ja? Ganz gut sind natürlich auch dann diese Zeiten direkt nach den Mahlzeiten. Da sagt ja Vinci Ronda, es ist auch ganz wichtig, nach jedem Essen die Füße hochzulegen, gut für die Verdauung, weil es geht ja hier um Natural Bodybuilding. Und es geht immer darum, was ist das Optimale, Nahrung zu verstoffwechseln, zu verwerten. Wie unterstützt sich die Organe? Wie gesagt, für viele mögen das Pille-Palle-Geschichten sein. Aber ja, ich weiß noch, in den 70er, 80er Jahren, da sah man dann auch immer bei den Amis so Bilder, so Füße auf dem Tisch. Das war ja bei uns in Deutschland verpönt, also 60er, 70er Jahre, Füße auf den Tisch zu legen. Also das war ja ein Unding. Die Amis haben das gemacht, weil irgendwann kam mal so eine Studie raus, dass das unheimlich gut ist, ja, wenn man also zwischendurch mal die Füße hochlegt. Deshalb haben die das gemacht. Und diese kleinen Schlafeinheiten, ja, wenn ihr das mal schafft, das nur einzubauen, also jetzt nicht zu lange, sondern wirklich kurz, und dann macht das doch so, dass ihr es in einer Art und Weise einer kurzen Meditation beziehungsweise eines kurzen autogenen Trainings durchzieht, indem ihr euch darauf konzentriert, dass ihr möglichst euch komplett entspannt, ja, also Glieder alle wie Blei, komplette Entspannung der Muskulatur, ja, dann wirklich euch auf die Atmung konzentriert und wirklich gleichmäßig und ruhig durchatmet. Und so zur Ruhe kommt. Das ist der schnellste Weg, um schnell zur Ruhe zu kommen. Und das ist also halt ein Weg, ja, schnell in diesen 5-Minuten-Schlaf reinzukommen. Und das ist das, was Vinci Ronda wirklich empfohlen hat. Dieser Muscle Sleep, er nennt das Muscle Sleep, sagt aber auch, naja, kann natürlich nicht jeder, ganz klar. Ne, wer kann das schon? Und jetzt komme ich wieder auf die alten Bodybuilder zu sprechen, von denen ich vorhin geredet habe. Und ich habe euch diese Bilder gezeigt. Und das lief ja so ab. Also so ein Arnold Schwarzenegger und diese ganzen Cracks damals, die mit Bodybuilding sich irgendwo so ihren Lebensunterhalt verdient haben. Die haben ja nicht gearbeitet. Die haben da ihre Kurse verkauft. Dann hatten sie ein bisschen Sponsorgeld, vielleicht von Joe Weider oder so. Und was die gemacht haben, die sind ja dann wirklich an den Beach da gegangen. Das ist natürlich Hammer. Also trainiert, gegessen, sich da an den Strand gelegt und dann nicht jetzt den ganzen Tag verbracht. Nee, einfach mal dann eine halbe Stunde ein bisschen gepennt, ein bisschen sich unterhalten. Ja, so, dann sind die wieder zum Training gegangen. Teilweise haben die ja dann zweimal trainiert am Tag. Ja, und dann sind die wieder nachher am Strand, haben wir wieder geschlafen. Das ist natürlich, kann natürlich jemand wie wir in der Regel nur im Urlaub, das ist ganz klar, ne? Und wenn ihr nur zum Training geht und nur schläft, nur schlaft, dann wird wahrscheinlich eure Lebenspartnerin oder Partner, die werden euch auch was erzählen. Aber egal. Das ist also eine Geschichte, wie gesagt, das hat Vince Gironda so empfohlen. Ich weise nur darauf hin, es muss ja nicht 3 bis 5 Mal am Tag sein. Probiert es wirklich einfach mal so, wenn ihr von der Arbeit kommt. Ja? So, wenn ihr abgeluscht seid und fertig seid. Einfach mal Ruhe, ihr müsst natürlich Ruhe haben, wirklich, also einen Bereich haben, wo euch keiner stört. Einfach mal so 5 Minuten nur zur Ruhe kommen. Ja, auch nicht in dieses scheiß Handy gucken oder sonst irgendwas. Wirklich mal nur das machen. Und das wird euch also eine Menge bringen, bevor ihr zum Beispiel zum Training geht, ja, oder auch nach dem Training nochmal kurz, ja, wenn ihr gegessen habt und so weiter, diese 5 Minuten Schlafgeschichten. So, das ist das, worauf ich euch hinweisen möchte. Wie gesagt, hier, das ist das Melatonin, was wir jetzt im Angebot haben. Ich darf da nochmal darauf hinweisen. Könnt ihr schauen, gibt es jetzt bei uns neben den Omega-3-Fettsäuren und neben einem sehr guten Multivitaminpräparat. Ich musste sonst immer im Coaching sagen, geh mal zu Budnikowski, hol dir das da oder sonst wo in der Apotheke. Die waren mir aber nicht gut genug dosiert und deshalb habe ich also auch haben wir auch jetzt ein wirklich mega Multivitaminpräparat drin, sehr hoch dosiert und mit sehr vielen Stoffen, die in anderen nicht drin sind, weil da gespart wird. So, ja. Also, ich zeige euch hier nochmal den Meister, Vince Gironda. Das ist übrigens ein Bild, das ist so Anfang der 70er Jahre gemacht von ihm. Und in seiner Bestform, da hat er das 8x8 Training durchgezogen, hat den Eggnog getrunken über ein Dreivierteljahr, die
Steg-und-Eck-Diät gemacht, ohne Anabolika. Und wer das nicht glaubt, ist mir auch Latte. Fakt ist es, er war ein totaler Gegner, ja, und hat gesagt, also wer Anabolika nimmt, ist nur zu faul, sich mit Ernährung auseinanderzusetzen, mit Training auseinanderzusetzen und all den anderen Faktoren, wie eben, wie schlafe ich vernünftig, ja, alles das war eine Qualität des Bodybuilding-Lifestyles. Und das finde ich so geil in dieser Zeit. Und wir brauchen das auch heute wieder, dass wir uns um unsere Gesundheit kümmern, dass wir gut drauf sind, dass wir gut schlafen, mal abschalten können, ja, all diese Dinge. So, und wie immer am Ende schaue ich mir jetzt nochmal eure Kommentare an. Und wenn da irgendwie Fragen sind, werde ich die natürlich auch nochmal kurz beantworten. Ich gehe mal eben hier hoch. Begrüßung allgemein. Was mir bei den Bildern mit alten Bodybuildern auffällt, wie hier vom Goldschirm, die hatten alle volle Haare und heute Glatze, liegt das wohl an den Roids. Damals wurde auch geballert. Ja, in der Tat ist es so, ich glaube, einerseits ist es eine Modeerscheinung, auf der anderen Seite, ja, wenn man gesagt geballert, also das Ding ist einfach, Björn, ich weiß es wirklich aus den Gesprächen, also die Mengen. Und die Zeiten, diese Intervalle, die die Leute gemacht haben. Guck dir Arnold Schwarzenegger an. Der hat ein halbes Jahr gar nichts genommen. Der hat dann 6 Monate vor der Mr. Olympia, das hat er ein paar Jahre lang gemacht, hat er angefangen, Steroide zu nehmen. Und auch, also ich habe das immer so, das Gefühl, das ist so eine Rechtfertigung vieler Leute heute, ja, die dann trotz der Einnahme von Steroiden nichts werden. Dass sie dann sagen, ja, die nehmen ja auch viel mehr und ganz andere Sachen. Und gar nicht bezogen auf die jetzt, sondern auf die alten Bodybuilder. Die alten Bodybuilder haben nicht so viel genommen. Es gab auch gar nicht so viele Mittel. Und sie haben vor allen Dingen bestimmte Intervalle eingehalten. Sie haben immer mal wieder, ja, sich Zeit gegeben. Das war einfach so. Das waren auch die Empfehlungen der Ärzte. Ich habe vorhin den Dr. Walczak gezeigt. Das waren diese Empfehlungen, die der Mann eingegeben hat. Und wer das nicht eingehalten hat, der war blöd genug. Und wenn ihr heute bestimmte Bodybuilder euch ansieht, was denkt ihr denn, woran das liegt? Ja, Albert Beckles sehe ich immer wieder. Nicht Albert Beckles, Robbie Robinson, ja, der schwarze Bodybuilder, den ich auch gesehen habe damals. Ne? Super Typ, freundlich. Der sieht heute noch Hammer aus, über 70. Ja? Und das liegt einfach daran, die sind anders mit diesen Anabolikas umgegangen. Das ist einfach so. Und klar, wenn ich also bestimmte Mengen nehme, Cocktails nehme, die Haare gehen schon eher aus. Vielleicht ist es auch eine Modeerscheinung, dass Glatze hart aussieht, gut aussieht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ist auch eine Modeerscheinung, keine lange Matte mehr zu haben. Damals war die Haarpracht, es war ja schon so, ich habe ja auch so eine Hippie-Matte noch gehabt in den 70er Jahren. Das war das eben. Gut, Menzer habe ich in München 1983 getroffen, wirkte recht schmal, klein war er auch. 83, also das war dann auch schon. Die hatten ja beide so ihre Probleme. Also ihre Hochzeit hatten sie wirklich so bis Ende 70 und haben dann also auch schon angefangen, mehr so Kurse zu geben, ihren Kram zu verkaufen, ihr Coaching zu machen und da irgendwie mit klarzukommen. Ray Mensah, Hans Hagedorn, ja, das stimmt. Den haben wir damals da getroffen. Buri, stimmt. Ne? Der hat da auch einige Wochen verbracht und war lustig. Wir sind viel zusammen essen gegangen, haben auch zusammen trainiert. So. Nee, weiter war never the Master Blaster. Also bei aller Liebe war er nicht. Er hatte andere Qualitäten, die man ihm nicht absprechen kann. Er hat auf seine Art sehr viel fürs Bodybuilding getan, mit seinem Verband, mit seinen Geschichten. Aber alles war eben geschäftsorientiert. Nichtsdestotrotz war Joe wieder Bodybuilder, sah gar nicht schlecht aus in jungen Jahren, hat trainiert, hat aus diesem Hobby ein fettes Geschäft gemacht und hat das eben auch geschafft, ein fettes Geschäft draus zu machen. Das darf man ihm wirklich auch dann zurechnen.
Auf der anderen Seite hat es ihn, glaube ich, einen Scheißdreck interessiert, ob die Leute, wie viel Stoff die nähen, ob die umfallen oder was auch immer. Ich glaube, das war egal. Ne? Da ging es nicht um Gesundheit. Während eben ich, deshalb tendiere ich auch wirklich zu diesem Vince Gironda und da bin ich echt Fan, weil der einfach diese gesunde Linie vertritt und viele Dinge, die er früher wirklich programmiert hat, die man findet, seine Ernährungsform, Gemüse und all diese Geschichten, ja, bewahrheiten sich heute. Ja, und der Mann war eben ein Genie in der Form. Hat auch viele Sachen ausprobiert, die nicht veröffentlicht wurden, wo er sich auch geschadet hat. Da gibt es eben übrigens auch Berichte. Die haben ja alles probiert. Wir haben ja damals auch alles probiert dann. Ja, und ich rede nicht von Anabolika, sondern ich rede von bestimmten Ernährungsformen. Ich rede von also wirklich tagelang nichts essen und all so ein Krams. Also wenig trinken. Naja, also da kann natürlich auch einiges und ist auch einiges mal in die Hose gegangen. Aber geblieben sind natürlich die Dinge, die funktioniert haben. Und sein Ziel war es immer, den Leuten das zu geben, was sie brauchen. Gesundheitsbedarf, gute Figur und so weiter und so fort. Ich könnte schlafen wie ein Baby, wenn ich nicht ständig aufs Klo müsste. Naja, dann kann ich dir nur sagen, nimm Flohsamen, Björn. Also Flohsamenpulver haben wir auch im Shop. Es ist ein Ballaststoff, der den Darm nicht verkleistert. Und der übrigens, also du musst vielleicht deshalb häufig aufs Klo, weil du sehr viel isst. Das wäre eine Erklärung. Oder weil das nicht so richtig funktioniert. Und Flohsamen hat eine ausgleichende, beruhigende Wirkung auf den Darm. Das vielleicht nochmal. Probier das mal vorm Schlafengehen. Ein Löffel und dann relativ viel trinken. So. Hallo Wolfgang, was hältst du von ZMA als Schlafsub? Sollte ja auch die Testo-Ausschüttung in der Nacht fördern. Ja, es wird wahrscheinlich eines der nächsten Produkte sein, was wir haben noch. Ich nehme das noch mit rein, weil das passt. Die Wirkung beruht eben ja auf Magnesium, habe ich ja eben gesagt. Dann eben auch auf Vitamin B12. Ja, B6 ist da ja auch drin und Zink, also ist absolut in Ordnung. Also es ist tatsächlich so, also das kann natürlich, wenn man schlecht einschläft, einem Melatonin nicht das Wasser reichen, aber ist durchaus eine gute Geschichte auch zur Unterstützung der Testosteronproduktion in der Nacht. Kann ich absolut empfehlen, habe ich auch in einem anderen Chat so erwähnt. Viele bekommen von GABA einen unangenehmen Druck auf der Brust, als würde jemand auf der Brust sitzen. Ja, ich sage ja, Björn, das habe ich auch so empfunden und deshalb nehme ich das nicht. Es ist also nicht ohne. So, ich gehe nochmal durch. Also, wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt, ich werde das gerne beantworten. Also Björn, 8x8, da rede ich davon, wirklich, ja, man kann, wenn ich 6 Mal in der Woche trainiere, ja, und ich unterteile jetzt sozusagen Oberkörper an 2 Tage, Unterkörper, ja, und ich trainiere dann an 3 Tagen alles durch und trainiere dann wieder 3 Tage alles durch, ja, in dem Fall könnte man unterschiedliche Übungen nehmen. Man macht ja nur eine Übung. Ja? Also ich sehe das immer wieder, dass 10x10, 8x8, die Leute trainieren das, als wenn sie ein normales Programm trainieren. Also das ist nicht der Sinn. Der Sinn ist, dass man sich mit 8 Sätzen auspowert, den Muskel auspowert und dann Ruhe gönnt. Und dann wächst der Muskel. Und wenn ich dann 3 Übungen 8x8 mache für einen Muskel, dann ist das einfach zu viel. Ja, das ist die Problematik. Also du kannst das machen, ja, man kann das machen. Ich sage nur, dass wenn du zum Beispiel Dips machst, ja, Gironda dippst, wirst du merken, wenn du die 2 Mal in der Woche machst, wirst du schneller deine Leistung steigern können in diesen Gironda-Dips. Das heißt, du wirst sie schneller mit Zusatzgewicht machen können, zum Beispiel. Oder auch Klimmzüge. Ja? Da reicht das nicht einmal in der Woche, Klimmzüge zu machen. Deshalb ist eine Kontinuität einer bestimmten Übung
wenn ich mich in der Übung auch steigern will, was ja auch ein Punkt ist fürs Wachstum, ja, neben den anderen Faktoren wie geleistete Arbeit in welcher Zeit, also ja, das Prinzip habe ich ja schon ausreichend erklärt, aber da muss man immer dran denken. Also mal experimentieren, experimentiere einfach mal. Ja, mache das mal 6 Wochen in dem Stil und dann machst du es mal 6 Wochen mit der gleichen Übung. Du wirst sehen, dass du größere Steigerungen erreichst, wenn du einfach nur eine Übung nimmst. Ich habe früher auch immer gedacht, es ist zu wenig, eine Übung, eine Bizep-Übung, eine Trizep-Übung. Nee, nee. Also was du machen kannst, vielleicht das nochmal als Tipp, du musst ja nicht bei 8x8 unbedingt 8 Sätze von der gleichen Übung machen, sondern du kannst ja auch ein 8x8-Programm machen, mit Kombiübungen. Das mache ich zum Beispiel. Also ich trainiere zum Beispiel Bizeps, ja, als Beispiel. Da mache ich ein Squat Curl, 8 Wiederholungen und gleich dahinter zum Beispiel ein Drag Curl, 8 Wiederholungen. Und dann mache ich meine Pause, ja, und dann davon 4 Sätze, dass ich insgesamt beim Bizeps auf 8 Sätze komme. Also das reicht. 8 intensive Sätze für einen Muskel reicht in der Regel. So, gut. Was sagst du zu dieser Studie, dass zum Beispiel Kreatin zu Haarausfall führen kann? Kenne ich nicht die Studie, Oliver. Habe ich nicht gehört. Mag sein, ist mir nicht bekannt. Kann ich leider nichts zu sagen. Hallo Wolfgang, ich habe ein Buch, das nennt sich Fit durch Astronautentraining 1970, unter anderem isometrisches Krafttraining. Bullworker ist ja auch ein isometrisches Krafttraining. Ja, ja, also der Kölbe hat ja diverse Geräte rausgebracht. Ich habe also auch diverse Geräte von ihm. Ich habe nur den Bullworker erwähnt, weil man dort auch, also man, soll ich das sagen, also bei diesen, es gibt ja einen Astronauten Training mit so einem kleinen Gerät, wo man mit eigenem Widerstand so abwechselnd zieht. Das Problem ist, da muss ich das immer fixieren mit dem Fuß zum Beispiel. Und in dem Moment habe ich schon wieder Druck im Rücken. Also deshalb habe ich den Bullworker erwähnt, weil da mache ich ja alles, ohne dass ich Druck in den Rücken gebe. Also ich rede von den Wirbeln, von den Bandscheiben. Ja? Und kann trotzdem den Rücken trainieren und kann trotzdem Brust, Schultern und so weiter trainieren. Das ist der Grund. Aber Kölbe hat da ganz tolle Sachen gemacht, auch wirklich. Also der Mann war auch genial seiner Zeit voraus. Ich habe ihn selbst getroffen, den alten Kölbe, noch in Hannover. Hallo nochmal, ich bekomme vom Neck Press für die Brust immer ein wenig Schmerzen in der Schulter, was bei mir beim normalen Bankdrücken nicht passiert. Ja, Alex, ich kann dir nur eins sagen, das gilt für alle Übungen. Wenn du ein Problem hast, also das deutet darauf hin, dass du Verkürzungen hast in den Brustmuskelsehnen zur Schulter hin, dann würde ich diese Übung auch nicht machen. Also versuche lieber die Dips zu machen, ja? Als Beispiel, wenn du bei Gironda-Übungen bleiben willst. Die Problematik ist, dass diese Dehnungen, ja, die du vielleicht einmal eine Zeit lang machen müsstest für diesen Bereich, auch ihre Zeit brauchen. Also ein Gelenk, das sich, oder eine Sehne, die sich verkürzt, ein Muskel, der sich verkürzt hat und damit also eben zu, das führt dann ja zu Muskelverhärtungen. Ne? Wenn, also, und das sind die Schmerzen. Und beziehungsweise dann habe ich also eine Verkürzung und die schmerzt dann, wenn ich in diese Phase reingehe. Deshalb sind Dehnungen auch recht positiv, nur nicht während des Trainings, sondern das sollte man dann separat machen. Ich empfehle ja immer diese 6 Wochen ein Programm steigern, ja, mit einer geringen Satzzahl anfangen, die Pausen verkürzen bis hin zur Maximalsatzzahl und dann eine Woche Pause machen. In dieser Woche Pause kann man zum Beispiel super jeden Tag dehnen mal. Ja? Also das würde ich sagen, also auf jeden Fall,
Es gibt auch andere Übungen, also die Nackendrücken hat man früher gemacht, ist tödlich. Ich habe das mit also hohen Gewichten gemacht, trainiert mit 140 Kilo und so, Nackendrücken. Also deshalb meine Schultern sind leider auch kaputt, weil ich wie ein Vollidiot bestimmte Übungen gemacht habe. Würde ich heute nicht mehr tun. Also wenn ihr merkt, der Körper gibt euch ein Signal und es schmerzt irgendwo, dann nicht einfach weiter trainieren. Es kann sein, dass es eine kurzfristige Sache ist, der Überforderung. Da kann man also mit so Wärmesalben arbeiten und ähnlichem. Ja? Aber wenn ihr dauerhaft merkt, immer bei dieser Übung, ja, im Rücken zieht das immer, in der Schulter zieht das, dann müsst ihr euch eine andere Übung suchen. Ganz einfach. Kann man nicht einfach weitermachen. Also ihr verbessert das dadurch ja nicht. Ja? So. Ich bin jetzt also am Ende. Ich zeige euch nochmal dieses Thema heute. Der Vince Gironda ohne N geschrieben. Ich werde alt, glaube ich, so langsam. Ne? Im Januar jetzt 71. Also ich glaube, naja. Aber versucht mal diesen Kurzschlaf. 5 Minuten, wann immer ihr das könnt. Ja? Und ihr werdet sehen, also wenn es nur zweimal oder einmal am Tag ist, es macht euch frisch. Macht es einfach mal vor dem nächsten Training. Bevor ihr ins Studio geht, ja, oder bei euch zu Hause trainiert, irgendwo kurz hinlegen, versuchen, in den tiefen Entspannungspunkt zu kommen. Ich habe euch das kurz erklärt. Also loslassen, entspannen, atmen. 5 Minuten, zack. Und dann recken, aufstehen und dann mal zum Training gehen. Alleine das schon. Werdet ihr sehen, macht einen Unterschied. Ja? Ist übrigens auch ein idealer Zeitpunkt für diese, also die Einnahme der Supplements. Die würde ich sowieso immer in der Regel empfehlen, immer zu den Mahlzeiten, damit das besser verstoffwechselt wird, vor allen Dingen auch was Enzyme anbelangt und so weiter. Die werden da ja wirksam. Gut, so, dann bin ich soweit für heute mal wieder durch. Hier haben wir den Vince nochmal und freut mich sehr. Es tut mir leid, dass ich das letzte Mal am Donnerstag hier Probleme hatte, technische Probleme, um das mal kurz zu sagen. Also ich konnte leider den Chat nicht starten und das hat mich genervt, aber jetzt ist wieder alles im Lot. Ihr wart auch alle dabei, ich habe das gesehen hier, toll, freue mich immer riesig. Und es geht weiter mit Vince Gironda, es geht weiter mit Ernährung, es geht weiter mit Training. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt den alten Franke an und ich werde das beantworten. Ich nehme da nichts für, wenn es nicht also 10 Fragen sind, ja, und ich da 5 Stunden dran sitze, dann mache ich das gerne. Also euer Wolfgang, ich wünsche euch ein ganz tolles Wochenende. Probiert den Schlaf mal aus, macht das mal, macht das wirklich mal. Ja, hört sich jetzt bekloppt an, aber macht es mal. Und ja. Ansonsten, ich werde euch auch gerade die Member wieder anschreiben demnächst. Da gibt es ja auch immer spezielle Angebote, was Produkte anbelangt, gerade die neuen Sachen, wer das dann möchte. Ja, und das gehört ja dazu. Also, in dem Sinne, bleibt mir gewogen, ja, trainiert schön, lasst euch nicht verrückt machen von all dem Mist, ja, schaltet ab, erfreut euch des Lebens, trainiert, das ist das beste Mittel, ja, nicht zu viel, gerade richtig. Gut drauf sein, gut ernähren, freut euch über gutes Essen, ja, über einen guten Schlaf und über die Menschen, über die positiven Menschen, mit denen ihr euch umgebt. Euer Wolfgang und ja, bis zum nächsten Mal, hoffe ich.